Ja, das ist die große Frage. Thurion oder Goliath? Das ist eine der wichtigsten Fragen, die auch immer wieder gestellt wird. Welche Rolle ist denn jetzt die bessere? Wofür verwendet man denn so eine 30.000er Rolle? Ob jetzt die Goliath oder eben jetzt hier die Thurion. Beide getestet. Beide haben einen ähnlichen Einsatzbereich oder einen gleichen Einsatzbereich und wir gucken mal rein. Also, ich bin hier am Nordmeer und da, muss man sagen, ist auch die Heimat von diesen 30.000er Rollen. Denn die Riesenstärke von diesen Rollen ist einfach wahnsinnig viel Schnurfassungsvermögen. Und deswegen lohnen die sich natürlich hier am Nordmeer ganz besonders. Denn kaum irgendwo anders wirft man mal, ja, weiter als eben sowas hier, 30 Meter ungefähr. Gewässer, wo es 200 Meter runtergeht, 100 Meter, 80 Meter, ja selbst 50 und 60 Meter im Süßwasser ist ja schon recht selten. Und ja, das ist einfach die große Stärke eben von diesen 30.000er Rollen. Das heißt, wir haben wahnsinnig viel Schnurfassungsvermögen, um auch mal hier in solch tiefen Löchern zu angeln auf 200 Meter Tiefe. Dann passt da natürlich richtig viel Schnur drauf. Der Deal des Jahres bei Holzkern. 2 plus 1 Aktion bei Holzkern auf alle Produkte. Absolut sensationelle Aktion und das jetzt hier auch noch im November pünktlich zu der Zeit, wo man eh gerade noch ein paar schicke Geschenke sucht. Also zur Weihnachtszeit mit dem Code BLACK. Jetzt ist noch November, jetzt die Aktion noch sichern. Zack, 3 Produkte aussuchen, zack, eben zur Kasse gehen. Und wenn man schon mal da ist an der Kasse, eben hier die Daten ausfüllen. Weiter geht's zur Bezahlung. Wir sehen hier 1, 2, 3 Produkte ausgesucht. Ich habe jetzt einfach 3-mal verschiedene Armbänder zum Beispiel genommen. Jetzt kommt hier direkt die Anwendung von dem Code BLACK anwenden. Und was passiert da drüben? Zack! 1-mal komplett gratis. Also 2 plus 1, 1 wird abgezogen. Und das ist ja wohl mal die absolut krasseste Aktion gerade hier von der Firma Holzkern. Und raus in den Versand damit und dann schön was verschenken zur Weihnachtszeit. Ein bisschen was Besonderes mit einem absolut natürlichen Touch und was absolut Individuelles für die Liebsten. Also der Link zur Firma Holzkern ist direkt unterm Video. Draufklicken, reingucken und dann auch gerne zusammen kaufen. Vielleicht einfach mit 3 Freunden zusammen und dann spart man sich ein Produkt und hat in Gänze auch ein bisschen was gespart. Super Aktion von der Firma Holzkern und jetzt geht's weiter. Wenn wir jetzt ein paar Werte vergleichen, haben wir hier auf der Goliath zum Beispiel mit der 200 Kilo Schnur, also mit einer 0,8 mm starken Schnur, haben wir insgesamt 465 Meter drauf. Bei der Thurion hingegen sind es 426 Meter mit der gleichen Schnurstärke, also 0,8 mm. Macht das Ganze denn überhaupt Sinn mit so einer Schnur, also 200 Kilo? Eher nicht. Aber man kann diese Rollen ja auch hervorragend mit Nylon komplett beangeln. Und dann hat man nur noch von einer 60 Kilo Schnur 252 Meter drauf. Und da wird das schon fast eng. Also auch das wäre natürlich eine Möglichkeit hier, komplett mit Nylon Schnur, die dann sehr, sehr dick ist, bei 60 Kilo 1,1 mm. Aber eben richtig schön auch diesen Dehneffekt hat und sehr, sehr stabil ist und äußerst wenig Verschleiß produziert. Also auch das wäre dann natürlich eine Möglichkeit, diese großen Rollen in Verbindung eben hier mit der Nylonschnur zu nutzen, wenn man dann wiederum auf die etwas kleineren Fische aus ist. Zuletzt habe ich die Thurion und auch die Goliath am ehesten so beangelt, also mit einer 145er Schnur, 0,7 mm mit der geflochtenen hier, mit der bunten. 600 Meter waren hier drauf und das war auch in der Regel
absolut ausreichend. Natürlich dann hier mit passendem Schocklieder und so weiter. Aber das war in der Regel ausreichend. Schocklieder war dann entweder so im Bereich von 136 Kilo oder sogar noch darunter. Warum jetzt diese Zahlen, warum jetzt diese Gewichte? Es gibt noch keine ganz eindeutigen Informationen zu der Tragfähigkeit des Getriebes. Wahrscheinlich irgendwas, also bei der Goliath zwischen 120 und 130, bei der hier vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber so ganz klare Fakten und Infos gibt es, soweit ich weiß, noch nicht. Ein ganz klares, eindeutiges Statement von RF4 wird es auch dazu nicht geben, wie zu allen anderen Rollen auch. Das heißt, wir müssen es irgendwann testen. Wir müssen uns auf am besten mehrere unterschiedliche Quellen verlassen. Nicht nur auf eine Quelle, die dann immer wieder wiederholt wird, sondern es muss eben so ein bisschen probiert werden und abgewartet werden, was dann dabei rumkommt, wie viel Tragfähigkeit oder ansatzweise Tragfähigkeit wohl das Getriebe hat. Zuletzt beim Welsangeln hat die so mit diesem Vorfach oder mit 136 Kilo an Vorfachstärke hat die richtig gut Leistung gehabt. Man konnte sehr, sehr gut auch auf schwere Welse hier mit 136 Kilo natürlich dann die Brocken rausziehen, rauspumpen, ob vom Land oder mit dem Boot. Nichtsdestotrotz muss man sagen, ist das nicht ideal vom Einsatzgebiet. Es bietet natürlich ausreichend Schnur und man hat auch wirklich eine kraftvolle, richtig mächtige Rolle. Aber der Einsatz für solche großen Fische ist eigentlich ein bisschen am Thema vorbei. Denn die Rute ist zwar groß und mächtig und wenn man sich das genau anguckt, ich glaube, gerade eben hat man schon etwas gesehen. Die Goliath ist sogar noch mächtiger, wenn man das hier einfach mal eben vergleicht. Der Größenunterschied ist dann doch nochmal immens. Thurion zu Goliath, da wirkt die einfach ja nochmal deutlich größer, als ob es hier eine 30.000er zu einer 10.000er Rolle ist. Also da haben wir nochmal einen deutlichen Größenunterschied. Aber im Großen und Ganzen haben wir trotz allem eben hier bei der Thurion das robustere Teil, höhere Qualität und deutlich weniger Verschleiß. Und bei der Goliath ein bisschen mehr Schnurkapazität, aber auch mehr Verschleiß. Also, ist das jetzt der Riesenpreisunterschied? Also, wir gucken nochmal eben rein. Ist es das denn wert? Schwer zu sagen, denn auch bei der Reparatur richtet sich natürlich der Reparaturpreis an den Basis- oder an den Einkaufspreisen. Wir sind jetzt hier bei der Goliath 30.000 bei 39, also sagen wir mal knapp 40.000 Silber. Und bei der Thurion sind wir bei ja, 16.000, 17.000 mehr, also bei 57.000. Das ist schon ein Statement, das ist schon nicht wirklich wenig. Und dementsprechend höher ist ja dann auch hier die Reparatur. Die Frage ist tatsächlich, was ist dann das Einsatzgebiet? Und wenn man die jetzt eben nur in Anführungszeichen fürs Tiefseeangeln verwendet und man verwendet da vielleicht einfach mal so um die 100 Kilo an Schnur, dann wird der Verschleiß auch nicht so wahnsinnig hoch sein. Gerade wenn man eben auf Tiefsee angelt und dann auf die kleinen Fische geht, auf die super seltenen Fische geht, dann ist das natürlich recht entspannt damit. Dann hat man auch nicht den wahnsinnig großen Verschleiß. Im Vergleich zu den Baitcast-Rollen ist es ja so, dass die ganzen Stationärrollen keinen Verschleiß, keinen Ölverschleiß haben beim Auswerfen. Das heißt, wenn wir hier wirklich auf viele kleine Fische aus sind, in der großen Tiefe, dann ist das natürlich eine wirklich gute Idee, solche Rollen hier zu verwenden. Durchaus natürlich mal für sowas wie Welsangeln, so ein bisschen was Besonderes, aber das ist tatsächlich wirklich Grenzbereich. Wenn man hier dann auf die großen Brocken aus ist am Nordmeer, dann sind diese Rollen absolut fehl am Platz. Nur weil sie viel Schnurkapazität haben, heißt es nicht, dass sie eben auch viel Kraft haben, die Schnur wieder einzukurbeln, wenn da auch noch ein Fisch dran hängt. Das ist einfach der große Knackpunkt. Man geht einfach super langsam, man geht übelst in die Bremse rein oder wenn die Bremse halt dicht ist, geht man eben langsam, 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 zieht man hier die Fische nur rein
und es braucht ewig lang. Ähnlich eben, wie es dann auch bei der Wenger zum Beispiel ist, nur dass man eben hier mehr Schnur hat. Mit der Tourion gibt es durchaus allerdings Konkurrenz im kleineren Bereich. Also das wäre durchaus nochmal eine Überlegung. 8000er Rollen und hier Tourion 10.000. Ob das nicht vielleicht sogar nochmal eine gute Konkurrenz ist zur Wenger. Also das wäre tatsächlich zu überlegen. Trotz allem natürlich auch hier wieder deutlich höhere Einkaufspreise, dementsprechend auch höhere Reparaturpreise. Und das muss man natürlich auch immer wieder mit bedenken. Es gibt, glaube ich, noch nicht so wahnsinnig viele Infos, auch da wieder zum Verschleiß bei den kleineren Rollen. Aber sowas wäre eben fürs normale Angeln, also vielleicht sogar auch noch für Karpfen und Co., absolut ausreichend. Wenn wir hier gucken, im Vergleich eben zur Wenger 10.000 haben wir hier 31,7 an Bremskraft. Wenn wir hier die 0,24er Schnur nehmen, 574 Meter. Und hier sind wir bei 563 Metern bei der Tourion 10.000. Also 563 zu 574. Auch da wieder etwas weniger Schnur bei der 10.000er. Aber dafür deutlich nochmal mehr Bremskraft. Und das ist schon, hier haben wir die Bremskraft, 34 zu 31,7, also 34,5 zu 31,7 ist schon was. Auch bei der Übersetzung sieht man es nochmal ganz gut. Hier bei der Wenger tatsächlich mit 5,1 zu 1, also eine Umdrehung gemacht, gleich 5,1 Umdrehung hier oben auf dem Spulenkopf. Also das ist schon relativ schnell tatsächlich. Und wenn wir das hier dann bei der Tourion 10.000 sehen, ist es nur eine 4,9. Also einmal kurbeln heißt 4,9 Umdrehung auf dem Spulenkopf. Bedeutet also auch da nochmal mehr Kraftübersetzung und ein bisschen weniger Tempo. Was eigentlich ganz okay ist und wirklich ganz gut ist eben auch da fürs Karpfenangeln. Wäre vielleicht sogar nochmal eine Überlegung, sogar hier auf die 8000er runter zu gehen, 500 Meter Schnur oder 400 Meter von so einer dicken Schnur, 0,242 mm, wäre auch eine Überlegung, dass man dann preislich vielleicht nicht ganz so hoch ist. Aber wenn man sich was gönnen will und wenn man das Silber übrig hat, dann ist das durchaus eben auch nochmal eine Option. Auch vom Style her natürlich gar nicht so schlecht. Ich meine, die Tourion ist schon wirklich schick. Einfach hier mit diesem Chrom und diesen leicht bläulich petrolfarbenen Elementen richtig cool gemacht. Also wäre vielleicht durchaus eine Option, das Ding als Ersatz sozusagen oder als Alternative zur Wenger zu nehmen. Ja, also drei Rollen jetzt gerade in Betrachtung. Wenger, Goliath, Tourion. Wenger nach wie vor. Das A und O, die ultimative Allround-Rolle fürs Endgame. Ein absolutes Ziel, was man sich nehmen kann. Absolut robust, sehr, sehr gut von den Verschleißwerten. Sensationell im Einsatzbereich, also viele Einsatzmöglichkeiten bis hin zum Welsangeln. Damit wurden jahrelang immer die Welse auch gefangen. Auch das funktioniert also sehr, sehr gut mit geschlossener Bremse. Ausreichend an Tragfähigkeit auf dem Getriebe. Und Schnurkapazität und so weiter, also alles ausreichend. Es gibt allerdings für speziellere Einsatzgebiete wiederum natürlich andere Rollen. Aber wenn man so eine Allround-Rolle haben möchte, die man für alles verwenden kann, für großes Spinfischen, für große Lachse an der Yama zum Beispiel, dann ist das durchaus die beste Wahl. Möglichkeit oder eine weitere Möglichkeit jetzt mit den Reef-Produkten, die ja reingekommen sind oder immer mehr reinkommen. Das heißt jetzt die Tourion 10.000 deutlich teurer nochmal. 45, fast 46.000 ist nochmal ein Statement. Laut Feedback und Info soll das Ganze trotz allem von den Verschleißwerten immer noch sensationell sein. Wahrscheinlich gleichwertig zu Beluga. Oder minimal abweichend, aber das sollte immer noch, wie gesagt, richtig gut sein.
und hier einfach auch nochmal insgesamt ein bisschen robuster, ein bisschen mehr Power, ein bisschen mehr Kraft, allein auch schon wegen der Übersetzung. Und ja, ich würde sagen, hier macht alleine von der Qualität her die Goliath am wenigsten Sinn. Also wenn man sich da überlegt, ah, ich hole mir vielleicht die Goliath als 10.000, das würde ich glaube ich nicht machen. Da waren dann doch die Verschleißwerte und das Feedback bisher schon nicht ganz so gut. Also hier deutlich höhere Verschleißwerte als eben bei diesen beiden Konkurrenzprodukten oder bei den beiden vergleichbaren Produkten Tourion und Wenger. Ja, so viel zu diesen drei Rollen. Alles in allem ist das natürlich absolutes Endgame und alles in allem ist es natürlich auch immer noch so, ja, Wenger ist immer noch eine Macht, absolute Top-Rolle fürs Endgame und für alles sensationell geeignet. Und bei diesen 30.000er Rollen ist es eine extreme Spezialisierung in einen Bereich, in dem man dann angeln will. Dementsprechend holt man sich sowas natürlich nicht direkt als erstes, sondern das ist dann immer noch so ein bisschen das i-Tüpfelchen. Wenn man eine gute Basis hat mit sowas wie einer Wenger, holt man sich dann als nächstes irgendetwas, was nochmal eher eine Spezialisierung ist. Denn wenn man eine gute Basis hat, kommt auch regelmäßig gutes neues Silber rein, XP rein und dann hat man da auch gar keine Sorgen, wenn man sich irgendwann mal sowas hier gönnt für 50.000, 60.000 Silber, denn die Kohlen kommen ja einfach wieder rein. Und wenn du dir jetzt denkst, so eine Tourion wäre aber genau das Richtige für dich, dann schreib doch mal einen Kommentar zu der Tourion unten in die Kommentare. Wo würdest du das Teil denn am besten verwenden? Was wäre so dein Einsatzgebiet? Und unter allen Kommentaren, diesmal komplett ohne Hashtag, ohne irgendwas, einfach nur in den Kommentar schreiben, verlost RF4 eine von diesen Rollen. Und das Ganze lösen wir auf am 26. Das heißt, nächsten Sonntag live im Stream. Live im Stream heißt, ich habe jetzt auch eine Möglichkeit gefunden, das tatsächlich im Stream, also direkt auch auf dem Bildschirm zu machen. Das heißt, live im Stream habt ihr also so lange noch die Möglichkeit, wie der Stream läuft, bis zur Verlosung daran auch teilzunehmen. Bei den letzten Verlosungen habe ich ja quasi mal pünktlich zum Streamstart schon ausgelost. Und jetzt machen wir die Verlosung quasi in dem Moment, wo der Stream noch läuft. Also so lange, wie der Stream läuft, auch so lange hat man dann eben noch Chance, an der Verlosung teilzunehmen. Dickes, fettes Dankeschön auch da nochmal an RF4, dass ich das Teil testen konnte. Ich werde es auch noch weiter testen. Bin auch wahnsinnig gespannt, wie das später im Verschleiß aussieht. Im Moment mit dem ganzen Welsangeln und Co. sieht das noch wirklich human aus. Also kaum was zu sehen hier bei den Verschleißwerten. Bisschen was auf dem Öl, aber ansonsten passt das schon richtig gut. Ja, ich bin gespannt, was das Ding so noch kann. Und ich bin auf eure Kommentare gespannt. Toi, 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 dass du das Teil gewinnst und dann damit hier am Nordmeer richtig schön in die Tiefe gehen kannst. Dickes, fettes Dankeschön, wie gesagt, nochmal an R4 für das Sponsern der Rolle. Und ich wünsche euch viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Petri Lümmels. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags. Immer gleichzeitig auf Twitch und auf YouTube ab 19 Uhr. Bis dahin.